Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige euch heute meine Art Trainingsroutine mit dem Jack. Also einfach, was man so in 10 Minuten im Alltag machen kann, um den Hund vor allem geistig auszulasten. Ich mache das auch, weiß Gott, nicht jeden Tag. Also vielleicht ein bis zweimal die Woche. Meistens versuche ich halt wirklich schon auf den Gassi-Runden solche Sachen zu integrieren, dass er da Bewegung und geistige Auslastung quasi in einem hat. Aber wenn ich die Zeit finde und auch den Platz habe, gerade zum Beispiel hier im Garten von meinen Eltern, dann mache ich sowas auch sehr gerne und dem Jack macht es auch sehr viel Spaß. Genau, das ist jetzt einfach als Inspiration und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Die ersten 2 bis 3 Minuten versuche ich Jack erstmal in den Konzentrationsmodus zu bringen. Das heißt, ich mache mit ihm Tricks und Übungen, die er sehr gut kann. Das regt dann seine Motivation an und ist nicht gleich was, wo er super viel nachdenken muss. Hier habe ich jetzt beispielsweise eine Bleibübung im Platz gemacht und bin währenddessen ein bisschen hin und her gelaufen. Jack sollte einfach im Platz bleiben und nicht aufstehen, egal was ich mache. Das war seine Aufgabe quasi. Dann sollte er abwechselnd in Sitz und Platz, damit kriege ich durch die schnell wechselnden Kommandos mehr Aufmerksamkeit von ihm oder ich erhoffe mir mehr Aufmerksamkeit von ihm. Zu seinen liebsten und gleichzeitig sichersten Tricks gehört übrigens Winken und Dreh dich, da geht er richtig auf und daher sind die perfekt für so einen Trainingsstart. Dann wollte ich Jack noch einen neuen Trick beibringen und das suche ich mir neuerdings immer Inspo in der Hundeo-App. Da findet ihr unter dem Entdecken-Reiter super viele Tricks mit sehr verständlichen Anleitungen, die ihr eurem Hund dann damit beibringen könnt. Ich habe mich jetzt hier als neuen Trick für Jack für Crisscross entschieden, also Pfoten überkreuzen einfach. Das kann er nämlich noch nicht und da hoffe ich, dass er das schnell lernt. Auch sehr cool ist, dass ihr direkt in der App einen Klicker integriert habt. Ich hatte da bisher immer eine extra App, aber so ist natürlich viel praktischer. Natürlich hat Jack in den paar Minuten jetzt nicht den ganzen Trick gelernt, aber der richtige Ansatz ist da und wichtig ist eben, mit einem Erfolgserlebnis dann auch aufzuhören. Dann habe ich noch ein paar Minuten Leckerli suchen mit Jack gespielt. Das war jetzt ein ganz simples Spiel. In der Hundeo-App gibt es aber auch noch viel kreativere Spielideen. Die könnt ihr da zum Beispiel auch nach drinnen und draußen filtern, also abhängig vom Wetter dann auch machen. Die App ist übrigens auch kostenlos, also schaut euch da gerne mal durch. Ein Download-Link findet ihr in der Infobox. Ich finde es halt besonders für die Trickanleitungen eine richtig coole Sache. Rezeptideen und so gibt es ja auch. Also ist eigentlich für jeden auf jeden Fall was dabei. Okay, so. Zum Schluss darf Jack noch ein bisschen toben und mit seinen Spielzeugen spielen. Das ist dann der Teil, wo er auch gern mal ein bisschen abdrehen darf. Aber immer unter der Voraussetzung, dass er seine Impulskontrolle behält. Das heißt grob, ich achte darauf, dass er nicht den Ball hinterher rennt, sondern er muss auf meine Freigabe warten. Ja, das war's dann mit diesem Einblick in Jacks Training. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir als Feedback auch gerne einen Daumen hoch da. Dann bis zum nächsten Video und tschüss!